Was bedeutet die geplante Legalisierung von Cannabis? Deutschland steht vor einer bedeutenden Änderung, der geplanten Legalisierung von Cannabis. Das Bundesministerium für Gesundheit hat einen Gesetzentwurf vorgelegt. Erwachsene dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis besitzen und bis zu 3 Pflanzen für den Eigenkonsum anbauen. Anbauvereinigungen können unter bestimmten Bedingungen Cannabis anbauen und weitergeben. Es gibt jedoch Einschränkungen. Der Konsum ist in der Nähe von Schulen, Kinderspielplätzen und in Fußgängerzonen zwischen 7 und 20 Uhr verboten. Für Soldaten gelten besondere Regelungen. Die Regierung betont die Bedeutung von Aufklärung und Prävention. Kinder und Jugendliche bleiben weiterhin vom Cannabisverbot betroffen. Bei Verstößen gibt es Frühinterventionsprogramme. Zusammengefasst, die Legalisierung bringt Chancen, aber auch Verantwortung. Informiert euch und handelt verantwortungsbewusst. Bleibt auf dem Laufenden und abonniert unseren Kanal für weitere Updates.